Mein Allergeilster, mach dir bitte gar keinen Stress. Mach dir bitte absolut gar keinen Stress. Ey, ich hab wirklich das Gefühl, als hätte ich hier wirklich diese komplette Reise an sich nicht verpasst. Stress ist nicht dazu da, sich Stress zu machen. Ich hab wirklich gedacht, dass diese Reise, also dass es nicht möglich ist, teurer zu reisen als auf Mykonos, wo wir eine Woche pro Person vielleicht so 12.000 Euro ausgegeben haben, wo ich mir schon dachte... Bin ich dumm oder so? Aber das, meine Freunde, diese Reise, nein, wirklich, diese Reise hier, ich glaube, die ist deutlich teurer, Mann. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein stressiges Silvester wie dieses Jahr. Wir waren gerade in diesem Restaurant wirklich, wo wir halt einfach mal kurz Abendessen wollten. Und die sagten uns halt einfach kurzerhand: Guys, sorry, we have no alcohol. We can't sell it tonight. But if you wrong, you can order the steak like 20 times to fill the amount. Und jetzt haben wir gerade eben auf dem letzten Drücker nochmal 4 Plätze in einem anderen Restaurant gebucht. I love you all. I love that you like my content. Ach, Digga, da ist er schon wieder komplett besoffen. And I love that you like my content. And I love that you like my content. And I love... Meine allergeilste Ronny ist am Trampen. Ach, scheiße, Mann. Bro, wirklich. Arschraff. Ah. We just figured out another big idea. I found the outfit for tonight. The name is of the outfit. Ibe Profaxe. Ey, ich schwöre, ich glaube wirklich auf der Reise, also wir haben ja alle zusammen eigentlich Kapstadt gebucht gehabt, wie gesagt. Bisschen schade, dass es nicht stattgefunden hat. Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich da mitgefahren wäre, ich sag's euch, wie es ist. Und das klingt jetzt vielleicht wirklich weird, aber ich hätte sicherlich eine Ziege gefickt oder sowas. So kann man in den Zuma gehen, oder? Which name's the reservation? Ibe Profaxe. Iberogast. Nein. Ibuprofaxe kommt von Iberogast und Ibuprofen. Tatsächlich, da kommt's her, genau. In the Medikamenten-Segment, there is one Medikamente missing. And the name of the Medikament is... Ibuprofaxe. Mama, ich weiß, dieses Video, was ich gepostet habe, wo ich nüchtern war, nervt dich. Aber Mama, mach dir bitte gar keinen Stress. Ich hab Ibuprofaxe genommen. Ich hab Ibuprofaxe. Scheiße, Mann. Ibe Profaxe. Niemand hier an diesem Tisch hat wirklich Bock zu feiern. Außer Ron und ich. Ja, bei Ashraf, Digga, der ist Weltenveränder, Bro. Wenn du mit einem Ron Bilecki feiern bist, ey, ganz ehrlich, ich dachte wirklich schon, ich habe viel gesehen. Aber sein Schwanz holt ja 10 Mal am Abend draußen. Das ist kein Witz. Ich glaube, die wollen, dass wir gehen. Ron ist gerade noch am Rechnung bezahlen und es gibt diverse Probleme. Okay, so, is it possible to order 100 more Compagnons? Mein Allergalaktischster, was war da denn los? Mein Allergalaktischster. Die Regenrinne haben sie jetzt nicht so gut gesetzt, oder? Wisst ihr, was ich gar nicht mag? Wenn ein Schuh halt nass ist, dann muss der zweite Schuh auch nass sein. Ach, Junge. Wir haben uns gesagt, lass uns in die Sonne bitte fahren. Mein allergalaktischster Ibuprofaxe. Liebe Leute, wir waren gerade mit Marc in einem Uhrenladen. Ich finde, du solltest deinen Followern und deinen Kunden auch mal irgendwo eine gewisse Dankbarkeit zeigen. Verstehe ich gar nicht, was da los ist. Schon wieder eine neue Uhr. Es ist unglaublich. Merkt euch dieses Gesicht. Marc hat, glaube ich, ein wenig den Bezug zur Realität verloren. Marc hat uns spontanerweise zum Buggyfahren eingeladen in der Wüste, aber es regnet. It's a little bit muddy. In der Wüste regnet es Regen in der Wüste? How the fuck regnet es in der Wüste? Das geht doch gar nicht. Ist die Bremse oder rechts? Weißt du noch, als wir bei Revi waren und du den Skateboard-Trick gemacht hast? Ja. Is there also the way to the hospital? Nein, Bro. Nein. Oha. Alter, bleib sogar drauf. I have everything under control. Let's go. Ja! It's under control, guys. Ron, wie gefällt's dir?
Man muss dazu sagen, Ron macht gerne auch die Augen zu beim Quadfahren. Wir sind zusammen auf Mykonos Quad gefahren. Und Ron, naja, der macht gerne die Augen zu beim Fahren. Ah, chillig. Hören Sie auf, das Haus zu essen? Wand. Naja, und wisst ihr, liebe Leute, in der Gegend, wo wir so unterwegs waren, hieß es eigentlich immer: Sorry, guys, we are fully booked out. Good evening, sir. Good evening. I'm looking here for a nice seat in your etablissement. Oh, do you wanna see the film? Absolutely. No problem. Oh, that is very nice. When you wanna see the film? If it's possible, I mean, I would take the seat right now. Right now? Oh, yes. Oh. Unfortunately. Unfortunately. Today we are fully booked out. Thank you, sir. I will book the table in the next year. Wir reisen weiter nach L.A. Mein allergeilster. Ich bin riesenkrass gestreckt. Bis vor einer Stunde saß Ron noch ganz entspannt auf seinem Sitz. Anna, ich hab noch Sand in den Schuh von der Wüstensafari. Sagt euch der. Man muss dazu sagen, tatsächlich, ich hoffe einfach mal, dass die Jungs jetzt hier auf entspannt nicht irgendwie Dings geflogen sind, First Class oder Business Class, sondern jetzt auch mal ein bisschen Geld gespart haben und ganz normal weitergeflogen sind. Fly High Club was. Der Fly High Club ist der Club der Leute, die in der Luft sozusagen Geschlechtsverkehr haben. Ich habe hier bei mir auf dem Tisch gerade ein unverbindliches Angebot liegen, einfach nur um die Erfahrung zu machen. Ron, ich bin dabei. Ich habe seit 3 Minuten nicht geblinzelt. Der hat wirklich nicht. Digga, dass er dieses T-Shirt immer noch hat, das war komplett vollgekotzt, den Mykonos. Mann, irgendwie, ich bin echt hin und her gerissen. Auf der einen Seite wäre ich gern dabei, auf der anderen Seite bin ich wirklich froh, dass ich es nicht bin. Ah ja, gut. Have a good flight. Liebe Leute, das war es mit dem FLOG für heute und der LA-Content hat noch nicht mal begonnen. Auf euch kommt noch jede Menge Scheißgelaber zu. Wir haben hier noch ein paar neue Gäste zum Einreisen bekommen. Alles klar. Ich freue mich auch am Start zu sein. Hi. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Warte mal, das war doch dieser Roleplayer. Ron. Wie viele FLOGs hier entstehen werden, aber seid auf gar keinen Fall gespannt. Wenn euch dieses Scheißvideo nicht gefallen hat, lasst den Daumen auf gar keinen Fall ein Video nach oben da. Und falls ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann... Where's my husband? Der Ausblick ist von Arsch, oder? Ja. Lass uns bitte zurück nach Deutschland fliegen. Perfekt. Und das gleiche Video einfach nochmal. Nach Los Angeles. Ron, bist du bereit? Oh man, this view is really nice. Oh man. Alter. Yeah. Ich ja, Mann. Das machst du einmal und dann bist du pleite. Ich zeige euch mal, wie man einen richtig guten Zopf macht. Ihr nehmt das hier, dann setzt ihr an und dann macht ihr folgendes. Christina! Und so, Ladies and Gentlemen, ich bin Ron's Beauty Palace. Welcome to my shopping vlog. Ich brauche den Schamhaartrimmer. Oh nein. Ich finde die XXLs nicht, aber ich nehme mir an, Nico ein Vorbild. Die Invisible-Kondome, die sind's. Boah, wenn ich euch den Insider der Invisible-Kondome erzählen könnte, nee. Immer wenn ich mir die Haare gewaschen habe, hatte ich einen Stern. Geil, oder? Warum sind denn nur Kondome drin, Alter? Weil ich ein bin. Und nicht so doof wie Nico. Okay, guys, we now go to the coffee shop. Oh my god, there's a gangster. So, I've heard we got a little problem right over here. When you wanna have the problem. Oh, if it's possible, right now. Oh. Now. Oh, sorry. Don't tell me that you're fully booked out of problems. I'm fully booked out of problems. Oh, no way. Ey, Junge. Digga, wirklich, man. Langsam hab ich wirklich das halt Gefühl, ich aktiv dumm dabei. Ich hier ankomme und 2 Tornados entzünde, als wäre es wirklich Wasser. Du fängst an, Ron. Wie Ron zu agieren. Ich schwöre, Elena wird es irgendwann schaffen. Bei Gott, Elena wird es irgendwann schaffen. Wichtig ist, dass sie nicht absetzt, wollte ich gerade sagen. Aber, Ermann, sie hat abgesetzt.
Scheiße. Noch nie jemand gesehen, der so hart gespuckt hat beim Tornado. Dicker Mann. Und Pepe, du musst noch viel lernen. Das escalated quickly. Ron? Ich weiß nicht, ob Rohat sich da wohlfühlt, bin ich ganz ehrlich. Ja. Es ist super wichtig, dass der Kühlschrank auch immer sehr, sehr gut gefüllt ist. Nicht nur, dass der Kühlschrank gefüllt ist, sondern dass die Long Rings auch stimmig sind. Kennt ihr schon den perfekten Martini? Nein? I shout you. Drink water. Das ist einfach nur Wodka. It tastes like heaven. Digga, er muss wirklich alles nochmal rauslassen, bevor er Vater wird. Ey, Alter. Alter. Bist du normal? Ey, ich hab den Durchblick. Okay, wait. Yeah. But I show you what we do with the second bottle. Oh. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ron? Ron? Run. Ron? Es gibt Frühstück. Ehrlich jetzt. Gibt es auch eine Dom Perignon zum Frühstück? Dann bin ich nicht bereit. Ibuprofaxe. In der Form seines Lebens. Ibuprofaxe. Den Dead Body hat er. Ibuprofaxe. 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 Ey Nico, ich hoffe's you. Da, ja. Gute Nacht. Ron, hast du eigentlich schon mal erzählt, wo wir sind? Just me. Wir sind in New York. And I love that you like my content. And I love that you like my content. And I love that you like my content. Oh, Bro. And I love that you like my content. Ron, ich lass dich jetzt mit Christina allein, okay? Ach, Christina bleibt hier. Ja. Ach, das ist das Erlebnis. Oh nein. Jungs, viel Spaß euch. Macht euch bitte keinen Stress, bleibt so lange weg, wie ihr nur wollt. Okay, 80% der Follower haben den Kanal nicht abonniert. Ich bin zwar kein Fitness-YouTuber, auch wenn ich breiter bin als die Fitness-YouTuber. Aber wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann schallert den Daumen in das obere rechte Stop it. Get some help. Gut. Ja, nein, wirklich sehr, sehr entspannt. Spannend, guter, entspannender und wichtiger, lehrreicher Content, wo man einiges mitnehmen kann und auch vielleicht die eigenen Kinder ein Stück weit von partizipieren können, damit sie hier die ein oder andere moralische Wertenorm eventuell auf ihre eigene persönliche Sinnesreise mitnehmen können und da auch im Endeffekt ein wenig reifen können an dem, was sie dort gesehen und erlebt haben. Dankeschön dafür. Es ist einfach nur perfekt, Mann.